dass er so weit ist. Ich hab deswegen zwar gesagt, aber das merkt er nicht. Ja, richtig. Im Hintergrund stummt er sich und dann sitzt er immer da. Mi, 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 mi. Weil er Stimme trainiert, aber pscht, gleich. Ja, also, gleich irgendwann. Irgendwann. Gleich ist es soweit. Gleich, noch einen Moment. Ganz kurz. So, warte mal, das ist live. Wir schneiden das raus. Nein, ich sag mal hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zu einer Runde Alaska. Wir sind in, wo sind wir? In White Valley. Welcher klassischer Name für eine Alaska-Map? Mit dem White Western durch White Valley. Richtig. Scheiße, und ich habe keinen Stream-Titel gefunden. Oh, siehst deiner heute? Siehst du, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt bei Das Frostventil und sein Zug fährt. Und Hallöchen natürlich, Gole, sei gegrüßt. Tschu-tschu. Ich glaube, ich für dich muss ich einfach mal das Spiel spielen, von dem der Vorschau zukommt. Kann man das eigentlich auch? Nee, das ist Singleplayer nur. Das ist leider nur Singleplayer. Schade, schade, schade. So. Leider alles Singleplayer. Ich werde jetzt mal direkt losfahren und mir uns diesen Upgrade da hinten organisieren. Sobald ich rausgefunden habe, wo es lang geht. Ja, wir müssen Dinge tun. Wir sind ja das letzte Mal auf dieser Map gelandet. Und hier gibt es ganz viel zu kranen, das heißt, Sati ist glücklich. Alternativ fahre ich auch einfach hier rum. Darum, darum. Sati heißt eine Aufgabe: Flusstief tauchen. Prost, was? Ich bin aber weg. Mach das einfach. Ja, wie gesagt, ich hole das Upgrade und danach gucke ich mal, was ich da genau machen möchte. Machst du das Upgrade hier hinter der Landebahn? Ja. Freu dich, die Landebahn ist echt schön. Kannst du deinen Zuschauern echt tolle Sachen zeigen. Und zum Beispiel, wenn man 360s macht? Achso, warte mal, ich muss erst mal gucken, wo ist denn das Auto eigentlich? Ach, das ist der. Ne, ich muss erst die lange Brücke machen vorher. Macht das keinen Sinn. Ja, Infrastrukturmaßnahmen machen natürlich viel Sinn. Die habe ich jetzt übersehen. Alles gut. Und guten Moinsen, Herr Steyer. Hallo Riggi, hallo Goles, hallo Miss Knuddelkuh, hallo Lori und hallo alle, die ich vergessen habe. Ich glaube, ich habe euch erstmal alle aufgezählt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Mir kratzt es gerade, weil ich habe diese köstliche weiße Schokolade vor mir liegen und werde die nebenbei jetzt immer in mich reinstopfen. Also Streams, wenn ich vorher eingekauft habe, war ganz dumme Idee. Nicht mein Problem, wir waren erst letzten Mittwoch einkaufen. Tim hat mich doch nicht abgehalten. Der will einfach mehr von seinem Essen für sich haben. Apropos, ich sollte da mal wieder eine Runde Among Us anfragen. Die letzte ist dann doch schon etwas her. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, Leute von Leuten getötet zu werden. Oder durch Vents zu schlüpfen. Das mache ich ja tatsächlich wirklich jetzt. Also so ganz wirklich mache ich so gut wie nie. Weil ich immer Angst habe, dass genau dann, wenn ich wente, kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, guten Tag. Naja, ich wente lieber, als dass da irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, guten Tag, ich habe da eine Leiche gefunden und jemand mit einem Messer in der Hand. Ne gut, dann kann ich ja ganz offen diskutieren und dem anderen die Schulter in die Knie drücken. Deswegen sterbe ich immer so oft, wenn du der Imposter bist. Naja, man muss zuerst die umbringen, die gut argumentieren können und glaubwürdig sind. Weil die dürfen ja dann nichts sagen, weißt du? Du machst das mit Taktik. Normalerweise zuerst mal Don Ego umbringen. Der hat's verdient. Ja. Und ist auch gefährlich. Dann den Otter, weil den verdächtigt eh jeder. Oh, wait. Guten Abend, Big B, Schlammcatcher on Tour. Ja, so in etwa. Snowcatcher. Okay.
Pro-Tipp, wenn man links abbiegen will, darauf achten, ob da ein Baum steht. Oder ein Baumstumpf. Pro-Tipp, wenn man geradeaus fährt, achten, ob da ein Baum steht. Ach. So ist das einfacher Steuer. Ach, das ist ja lustig. An der Hütte hier hinten fallen auch die Bretter von den Fenstern runter, wenn man nicht nur der Zaun. Okay. Sehr schön. Da muss ich natürlich auch mitmachen. Da kann ich natürlich nicht anders. Ach nö. So drängt mich der eine Baum in die eine Richtung. Hier ist richtig schalammig. Ach, mich vertippt. Ich werde hier besser nie. Komm, geh weg. Ach, fuck, ich war zu spät. Verdammt! Also auf der positiven Seite ist, die Hütte hier hinten hat gleich weder Vorgarten noch Schnee. Okay, weil du alles durchgematscht und... Ja. So, für den Freightliner 11-4 SD gibt es eine Erhöhung. Und Ola, Neon und Moody und Bäume sollen gefälligst ausweichen. Richtig. Und King, auch dir einen guten Abend. Ich war auf die Abend, Neon, Bäume. Hallo Kitty. Hallo, King, wollte ich sagen. So, ich berg mich jetzt, weil da hinten komme ich, so wie ich da reingefahren bin, nie wieder raus. Ich stelle fest, wenn ich die Allradgeschichte anmache, dann fährt er echt besser. So. Soll ich einfach mal zur langen Brücke die Ersatzteile mitbringen? Kannst du gerne machen. Ich hole nämlich jetzt die Holzplanken. Weil ich glaube, die Holzplanken kommen von der anderen Seite als von da, wo die Ersatzteile herkommen. Jupp. Halt, bevor ich jetzt losfahre, wo muss ich überhaupt lang? Ah, da. Und Ricky, wenn du die 400 Punkte hast, muss ich dich natürlich sofort mit Steinefluch belegen und dir die Punkte wieder wegnehmen. Ist ja logisch, ne? Wieso kann er sich dann irgendwas wünschen, was. Nö, aber dann wäre er Erster. Ah, ja, ja. Und ich meine, es gibt so ein paar Sachen im Leben, weißt du? Die kann es nicht geben. Der Weihnachtsmann stirbt nicht und Ricky wird nicht Erster. Der Weihnachtsmann ist tot? Na, nee, eben nicht. So, wo muss ich denn langfahren? Am besten wieder zurück. Du musst doch was sagen, wenn ich den Fernseher noch anhabe. Mann. Ich glaube, du hast den Fernseher an. Und Godes hat auch keine Pyramide gebaut. Ja, das stimmt. Das ist ja seltsam. Ist er wieder durch ein Windrad geflogen? Was? Wo? Windrad? Wer, wann, was? Habe ich wieder so eine Frisur? Warum redet der Mann? Und mit welcher Zunge? Der Weihnachtsmann. Ach so. Stimmt, Weihnachtsmänner sterben durch Windräder. Deswegen kommen die ja nicht mehr nach Sachsen-Anhalt. So. Ich stelle mal den Truck mit den Ersatzteilen auf die andere Seite der Brücke. Und such mir eine neue Aufgabe. Übrigens, für meine Zuschauer, und du kennst ihn ja auch, weil er hat bei dir schon Among Us mitgespielt, der User Killervogel hat heute einmal zu oft in seinem Leben Ja gesagt. Oha, da müsste man ihm fast alles Gute wünschen. Ja, ihm habe ich auch gratuliert, seiner Freundin, jetzt Frau.
Ich weiß nicht warum. Sie war jung, sie hatte das Leben noch vor sich. Naja. Bei Rigi und dir ruckelt der Stream. Okay, dann einfach mal die Frage noch an welche, die außerhalb des Rigi-Lori-Haushaltes wohnen. Habt ihr Stream-Ruckelage? Ich frag für keinen Freund, sondern für mich. Sollte KV zuhören, herzliches Beileid. Ja, wie gesagt, für ihn ist es ein Glücksfall, also, aber... Eigentlich kommen sie nicht nach Sachsen-Anhalt, wenn ihr alle unartig seid. Ah, ja, richtig, der Weihnachtsmann kommt da gar nicht hin. Da hast du vollkommen recht. Wer hat das geschrieben? Verpetze es, sonst muss ich mir das VOD angucken. Dann sage ich es nicht, dann kriege ich einen Aufruf mehr. Von der Bösartigkeit her klingt das nach King. Nein. Können wir ihn trotzdem schon mal aus dem Raumschiff schmeißen? Ja. Gut. Heute gibt es frischen, nicht gepressten Orangensaft. Quasi eine Orange im Stück. Mhm. Ah. Im Glas. Die wächst so bei uns. Ist sie wenigstens püriert? Das Glas nicht. Ja, wie willst du das Glas denn so, sonst trinken? So, ich würde jetzt schon mal versuchen, da unten den Flusstieftaucher rauszuholen, wenn du die Ersatzteile jetzt hinbringst. Die Ersatzteile stehen schon da. Ich hole gerade, der Tank ist leer. Achso, weil ich komme ja nicht auf die andere Seite, um sie abzugeben. Die Ersatzteile, spring einfach ins Auto und gib sie ab. Das Fahrzeug steht da. Ich habe es absichtlich einfach da stehen lassen. Ach stimmt, du hast ja immer 100.000 Millionen in halb Fahrzeuge. Richtig. Ich meine, ich fahre jetzt auch gerade mit dem P16 los, um das eine Fahrzeug hier rauszuholen, weil ich habe festgestellt, das ist eine schöne kleine Strecke, da passt der P16 perfekt drauf mit zwei Reifen. Also habe ich auf jeden Fall keinen Stress, das Ding durch die Gegend zu schubsen. Jetzt hat es bei dir auch ruckelt. Ich habe tatsächlich einmal eine Fehlermeldung vom Ruckeln. Ich gucke mir das hier gerade auf meinem zweiten Monitor an. Ich mache mal so ein paar flüssige Bewegungen. Nee, sieht genauso schwachsinnig aus wie sonst auch. Also, wir probieren es mal. Er hat mir eben einmal einen Fehler angezeigt, aber ich gehe mit 4800 Kilobits raus. Stürmisch. So. Ich muss jetzt wieder in mein Auto. Verdammt, das war hier so schön warm und die Klimaanlage so toll vorgeheizt. Würde das Fahrzeug sich bitte mal bewegen? Kann das sein, dass hier glatt ist? Nein. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich frag nur, weil der P16 durchdreht, weil ich keine Schnellketten drauf habe. Also bei Rigi am Handy ruckelt nichts. Ich habe jetzt tatsächlich noch mal einen zweiten Aussetzer gehabt, aber ich habe nichts mehr. Na doch, ich kann noch eine Sache kann ich noch abschalten. Ich habe hier drüben noch ein Browserfenster offen. Das muss ich dann zur Not vom Lappy ausmachen. Aber mehr habe ich tatsächlich wirklich nicht an. Also. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Wenn ich den Wildwestern wegstecken soll, sag Bescheid. Nee, ich überlege, wie ich zum Flusstieftaucher runterkomme. Ah, okay. Das will ich mir überlegen. Die werden weggesnackt. Snacks leben in Sachsen. Ja, das stimmt. Ah, da, wo nicht angehalten wird. Absolut richtig.
Also, wenn du nicht weißt, wie du zum Flusstieftaucher runterkommst, ich kann gleich gerne mal vorbeikommen und dich schubsen. Abgelehnt. Das Problem ist, ich muss ja nicht nur runter. Ich müsste ja idealerweise mit dem Fahrzeug auch wieder hoch. Dann kann ich dich ja wieder ziehen. Ich kann dich auch gerne versuchen hochzuschubsen. Das ist da ja auch kein Stress mit. Mit Blick auf die Stellen hier kriegst du mich hier nicht hoch. Da kriege ich ihn nicht hoch, du. Du hast ja keine Ahnung, was ich alles hochkriege. Zum Beispiel Bierkästen auf gar keinen Fall. Die kaufe ich nämlich nicht. Richtig? Achso, ja, trinkst du. Ja, ich trinke keins. Also bei mir läuft es aufs Ablaufdatum. Ich muss mir dann Leute einladen, die mir meine Bierreserven wegtrinken, bevor sie schlecht werden. Das ist fürchterlich. Dann muss man wieder mit Menschen Kontakt haben. Das ist ja. Das lief hier schon mal kacke. Das ist nicht der richtige Weg. Okay, wir versuchen das nochmal neu. So, aber wie muss das nicht den da rauskriegen? Man muss doch da irgendwo runter tun. Denn ich könnte natürlich hier runterfahren und dann hier so am Wasser lang, aber das kann ja nun auch nicht. Die Lösung hier unten lang. Das geht nicht gut, oder? Ja, aber ich könnte es so versuchen. Packen wir den mal da, weil ich brauche ja die Karre repariert. Der Vorteil ist, ich mache das einfach und wenn es nicht schief geht, dann kann ich die ganze Schuld auf Sat lassen. Ach, da drüben ist Flusstieftauchen. Ah, alles klar. Ich bewege dir schon mal meinen Truck da weg. Dann ist der schon mal weg. Da oben muss ich nicht lang. Also, was du da machst, ist mir eigentlich relativ rille. Weil da oben komme ich nicht runter zu dem Auto. Das ist das Problem. Fahr die Schuld nicht bei Sat. Ja gut, das ist jetzt nicht mein Problem, dass du da nicht lang musst. Ich brauche auf jeden Fall ein Fahrzeug, was einen Reparaturanhänger ziehen kann. Okay, sowas hätte ich jetzt quasi dabei, aber ich würde eigentlich lieber diesen Scout 800 fahren. Ziehen. Ja, also ich hole mir jetzt den Reparaturanhänger, weil das zu reparierende Fahrzeug steht quasi direkt daneben. Hängt halt nur dummerweise an einem P16. Für Johann hub ich nochmal. Menschen, absolut. Niemand braucht wow. Menschen. Noch schlimmer als Menschen sind auf der Straße stehende Pfeiler. Du meinst spontan in die Böschung, aus der Böschung springende Bäume? Nein, in dem Fall war es ein Telefon- oder Strommast. Dumme Sau. Der wusste wahrscheinlich, warum er da steht. Oh, oh. Hilfe! 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 Brauchst du Hilfe? Nein, nicht. Okay. Dann brauche ich ja nicht vorbeifahren. Das ist ja auch nicht rutschig und hier gibt es auch keine Kanten, von denen man aus Versehen runterrutscht fällt. Dann mache ich ja weiter, mein Ding. Das ist ja dann in Ordnung. Ah, hier steht so ein riesen P12 und irgendwas Kleines dahinter. Das bist wahrscheinlich du, ne? Ja, ja.